Insoweit sind wir jetzt beim Tagesordnungspunkt 10. Da geht es um Widmung zusätzlicher Marktflächen zur Gewährleistung der Dresdner Weihnachtsmärkte 2020. Bei der Diskussion zur Tagesordnung ist Einbringung gewünscht. Das möchte ich gerne tun. Also, wir stehen, ich hatte es ja schon bei dem Bericht des Oberbürgermeisters heute gesagt, vor der großen Herausforderung, wie können wir trotz Corona-Pandemie Weihnachtsmärkte in 2020 möglich machen. Und ein ganz wesentlicher Punkt steht über allem. Das ist das Abstandsgebot umzusetzen. Ohne dem ist die Gefährdung für die Besucher des Marktes viel zu groß. Und deswegen ist es enorm wichtig, Flächen hinzuzunehmen, damit eben wir das bisherige Marktgeschehen auf viele, viele Plätze verteilen können und insbesondere die Besucher mit mehr Raum entsprechend ausstatten. Deswegen sind in den vergangenen Monaten verschiedenste Flächen innerhalb des Stadtgebietes untersucht worden, die natürlich in räumlicher Nähe auf der einen Seite zu den bestehenden Märkten sinnfälligerweise sein sollten. Das ist dann ja auch in der Vorlage so aufgeführt, ob es im Rahmen der Erweiterung Prager Straße um die Erweiterung Neumarkt am Neustädter Markt, am Taschenberg, am Postplatz geht. Ganz genauso natürlich auch, wenn es um die Flächen geht, die an den Striezelmarkt direkt angrenzen, wie die Vorfläche des Kulturpalastes. Wir haben uns sehr wohl sehr stark auch zunächst damit beschäftigt, inwieweit wäre die Fläche der Wüsthofer Straße geeignet. Das ist in verschiedensten Runden auch innerhalb der Verwaltung geprüft worden und musste am Ende verworfen werden, weil die Last der Hauptverkehrsachse des ÖPNVs nicht ausweichbar gewesen wäre. Zudem gibt es auch rechtliche Verpflichtungen, dass die Tiefgarage erreichbar sein muss. Und von der Seite her ist diese Fläche nicht Inhalt des Beschlussvorschlages geworden, sondern vielmehr weitere Flächen, die sich im Wesentlichen auf den Theaterplatz, die Karolerbrücke, also die Funktionsflächen an der Karolerbrücke und eben auf das Terrassenufer konzentrieren, wo man auch ein Stückchen natürlich spielt mit der schönen Stadtsilhouette. Und insofern sind mit diesen Flächen Marktkonzepte erarbeitet worden, die, wie ich es auch eingangs schon gesagt habe, zumindest was wir jetzt veranstalten, nämlich den Striezelmarkt, eine Entzerrung ermöglichen, die deutlich mehr Raum bietet, die insbesondere auch nochmal zusätzliche kulturelle Angebote einbindet in den Hauptbesuchszeiten, um da auch die Attraktivität im Sinne von anderen Orten zu erhöhen. Auch wenn man das Kulturprogramm sich insgesamt anschaut, das ist jetzt hier nicht zwar Gegenstand dieser Vorlage, aber ist das mit kurzen und häufigen Angebote, die immer wieder eines im Blick haben, nicht zu viele Menschen an einem Ort konzentrieren lassen, sondern sie eher immer wieder motivieren, auch neugierig nächste Orte zu entdecken, also in Bewegung zu halten, in den Mittelpunkt setzen. Zusätzlich ist im Bereich des Gastronomies haben wir uns sehr, sehr stark an dem Modell, was ja sehr gut den ganzen Sommer über funktionierte, der Außengastronomie angelehnt, also viel Raum mit entsprechenden Tischen, mit Halten der Menschen in den Kleingruppen, wie sie ohnehin in Infektionsgeschehen, in Infektionsgruppen unterwegs sind, zu gestalten. Das gilt sowohl für die Fläche
Altmarkt wie an der Fläche des Terrassensufers. Wir haben, das ist jetzt auch nicht Widmungsthematik, aber natürlich wissend im Rahmen des Marktaufbaues, die Objekte rausgenommen aus dem Markt, die heute unter Corona-Bedingungen nicht umsetzungsfähig wären. Das ist im Wesentlichen die Kindererlebniswelt mit den kleinen, eigentlich sonst sehr attraktiven Aufbauten für Pfefferkuchenhaus, für Bastelwerkstatt, für Bäcker, Schaubackstube, für die Kinder, also Kinderbackstube. Und weil da im inneren Raum mit Abstandsgebot dann höchstens 2, 3 Kinder drin sein könnten, das macht dann wirklich keinen Sinn. Und das schlagen wir Ihnen vor und bitten dafür, entsprechend die Unterstützung zu geben, diese Flächen für Marktflächen und für die Durchführung dieses Jahr zu widmen. Es ist immer mit der Einschränkung, das muss man deutlich sagen, dass wir keine Inzidenz zur Weihnachtszeit größer 50 haben, denn unter diesen Bedingungen wäre keine Marktdurchführung möglich. Und ansonsten bis dahin gibt es ein Stufenkonzept, was wir entsprechend mit dem Gesundheitsamt besprochen haben und entsprechend auch da gemeinschaftlich vereinbart. Vielleicht soweit mal zur Einbringung und dann steigen wir ein in die Diskussion. Dazu haben wir zahlreiche Änderungsanträge avisiert bzw. vorliegen und ich beginne mal in der Reihenfolge, so wie es mir hier aufgeschrieben ist, abzufragen, inwieweit es eingebracht werden soll. Ergänzungsantrag FDP in der Debatte. Dann Änderungsantrag CDU. Dann Ergänzungsantrag Grüne auch in der Debatte. Na, dann würde ich mal vorschlagen, fangen wir mal mit der Debatte an. Und die Debatte beginnt heute. Fraktion Die Linke wird Rederecht gewünscht. Erstmal nicht. Dann darf ich als nächstes die SPD fragen, wird fortgewünscht, auch erstmal nicht. Dann ist die FDP an der Reihe, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, keine Sorge, ich habe einen negativen Corona-Test von Dienstag dieser Woche. Sehr geehrte Damen und Herren, die Händler, die Gastronomen und die Schausteller haben aktuell Sorge und Unsicherheit, ob und wie die Weihnachtsmärkte stattfinden. Daher von unserer Seite Zustimmung für die Verwaltungsvorlage. Danke an die Verwaltung, dass man dort zumindest die Bemühungen erkennt, eine Möglichkeit zu finden, die Weihnachtsmärkte stattfinden zu lassen. Bezüglich der Flächen, die zugewiesen oder jetzt zusätzlich zur Verfügung gestellt werden sollen, für die Weihnachtsmärkte der Konzessionäre eine sehr gute Lösung gefunden. Im Bereich des Striezelmarktes hätte es sicherlich die ein oder andere Variante noch gegeben, wenn ich da denke an eine Variante über die Wilsdruffer Straße, Schlossplatz, Theaterplatz, Fürstenzug. Jetzt ist es allerdings so, wie es ist und ich sehe auch gleich vorweg in Richtung CDU momentan keine Möglichkeit mehr, eine Änderung, eine neue Planung zu machen, weil was jetzt gemacht werden muss, ist, wir müssen den Händlern Sicherheit geben und wir müssen mit Blick auf den Kalender eben auch dafür sorgen, dass die Händler anfangen können zu planen und ihr Personal und ihre Ressourcen auf den Weg zu bringen. Wir haben noch einen Ergänzungsantrag zu dem Thema eingereicht. Und zwar beantragen wir die Vorlage eines Verkehrskonzeptes. Einerseits, um gewährleisten, dass Zugang zu Tiefgaragen und Parkhäusern gewährt wird und die Verbindung von Ost nach Westen, südlich auch der Elbe sichergestellt wird, weil wir verlieren natürlich mit dem Terrassenufer eine sehr wichtige Ost-West-Verbindung. Die Wilsdruffer Straße, denke ich mal, in Weihnachtszeiten findet auch nicht statt. So würde sich dann alles in Richtung Bereich Kölzring bündeln. Und da sehen wir das Verkehrschaos schon vorprogrammiert. Weiterhin bitten wir noch die Verwaltung zu prüfen, ob es die Möglichkeit gibt, für die Dauer der Weihnachtsmärkte Interimsparkplätze in Nähe der Weihnachtsmärkte einzurichten. Dann habe ich noch eine Bitte an die Verwaltung bzw. mehrere Bitten. Und zwar einerseits den Händlern jetzt möglichst zügig die Verträge zukommen zu lassen und auf den Verträgen auch zu vermerken, in welchem Areal die Händler
des Striezelmarktes jetzt ihren Stand haben werden. Ist es auf dem Terrassenufer, ist es auf dem Altmarkt oder in einem anderen Bereich? Und zum Zweiten auch die Händler darüber zu informieren, was passiert mit Gebühren für den Fall, dass der Striezelmarkt mitten im Geschehen dann doch mal geschlossen wird oder abgebrochen wird. Und eine Sache noch vorab, und das werden wir, denke ich mal, nächste Woche im Finanzausschuss diskutieren. Wir reden hier von zusätzlichen Kosten, einerseits für die Logistik, aber andererseits auch für Corona-bedingte Maßnahmen. Wir haben eine Vorlage der Verwaltung zu dem Thema, die nächste Woche im Finanzausschuss diskutiert wird. Nur bei der Vorlage wird eins vergessen, wir haben zahlreiche Konzessionäre, die verschiedene freie Weihnachtsmärkte haben, und die sollen die Kosten für die Corona-bedingten Auflagen selber tragen. Ich denke mal, im Zuge der Gleichbehandlung sollten wir uns da nächste Woche nochmal Zeit nehmen, diese Punkte ausgiebig zu diskutieren. Wir bitten daher für Zustimmung für diese Vorlage, für unseren Änderungsantrag. Vielen Dank. Als nächstes Freie Wähler, wird das Wort gewünscht? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Bündnis 90 Grün, Frau Filius-Jener. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste im Livestream. Ich finde es gut, dass wir wirklich versuchen, das Mögliche zu tun, um unsere Weihnachtsmärkte durchführen zu können. Ich habe es gestern schon in dem Pressegespräch, was wir ja alle immer vorbereiten zur Stadtratssitzung abhalten, zu den Journalisten gesagt, es ist tatsächlich so, die Weihnachtsmärkte sind für Dresden, gehören wirklich so dazu wie Karneval zum Rheinland. Und deswegen ist es wirklich nachvollziehbar mit all den Facetten, die da dranhängen, nicht nur die wirtschaftlichen, auch die emotionalen, das ist heute schon genannt worden, sollten wir wirklich versuchen, sie möglich zu machen. Deswegen denke ich, ist die Entzerrung, die jetzt vorgeschlagen wird, auch genau der richtige Weg. Und deshalb haben wir ja auch im Wirtschaftsausschuss mit allen Stimmen zugestimmt. Ich finde auch den Stufenalarm, der Herr Oberbürgermeister hat ihn ja auch noch mal erläutert, sehr richtig. Da möchte ich allerdings schon darauf hinweisen, dass wir ja inzwischen schon über 20 sind, wo ja bei 20 eine Inzidenz schon die Zugänge zu den gastronomischen Bereichen also eben beschränkt werden. Also das muss schon allen klar sein, wir sind ja schon in der Stufe. Wenn wir die 35 erreichen, da ist ja auch kein sehr weiter Weg leider im Moment bis dahin. Dann sind harte Spirituosen nicht mehr möglich, also der Glühwein schon noch, aber härtere Sachen können auch nicht mehr ausgeschenkt werden. Ist auch eine richtige Maßnahme, aber es muss uns natürlich klar sein, das ist dann auch noch mal ein Schritt weg von dem, wie es sonst ist. Aber sehr richtig und sehr wichtig. Ich möchte an der Stelle schon noch mal sagen, es wurde ja auch schon gesagt, wenn die 50 überschritten werden sollten, wir in Dresden dann als Risikogebiet gelten, dann findet er ja gar nicht statt. Und für mich wäre jetzt schon noch mal zentral, vor allem für die Händlerinnen und Händler, die ja da auch ein großes Risiko eingehen, dass wir wirklich ganz genau gucken, an dem Tag, an dem wir mit dem Aufbau beginnen wollen, dass man da ganz nüchtern einfach sieht, wie ist die Lage. Und da ist eigentlich meine Meinung, wenn man an diesem Tag sich abzeichnen, dass die Wahrscheinlichkeit ganz groß ist, dass man mittendrin abbrechen müsste, dann wären wir eigentlich schon eher der Meinung, dann zu sagen, dann direkt den Cut zu machen und gar nicht aufzubauen. Wir drücken allerdings fest die Daumen, dass es nicht so kommt. Zur Sperrung des Terrassenufers kann ich nur sagen, uns verursacht das keine Pickel. Ich finde das eigentlich das richtige Konzept. Interessant ist natürlich nur, dass an den Radverkehr mal wieder gar niemand gedacht hat, außer den Grünen. Deswegen haben wir heute auch noch einen Änderungsantrag eingebracht, in dem einfach sichergestellt werden soll,
dass auch der Radverkehr während dieser Weihnachtsmarktzeit möglich ist. Am sinnvollsten über die Wilsdruffer Straße, im Bestfall auch übers Terrassenufer. Denn wir möchten an der Stelle schon noch mal daran erinnern, dass in der Zeit ja auch noch der Skiweltcup stattfindet auf der anderen Elbseite, sodass man da auch nicht mit dem Fahrrad fahren kann. Also da würden wir uns über Unterstützung freuen. Abschließend würde ich noch sehr gerne einen Wunsch äußern. Ich finde es, Herr Oberbürgermeister, ich meine das ganz ernst, hier wirklich merkt man, wie die gesamte Verwaltung mit den Beteiligten beim Punkt Märkte, wie kann man sie umsetzen, wie kann man sie möglich machen, an einem Strang zieht. Wenn wir das bei der wirklich schwer gebeutelten Kultur- und Veranstaltungsbranche auch hinbekommen, dass wir da das Mögliche in diesen, ja, jetzt nicht gerade auch in den nächsten Wochen und Monaten rosig aussehen, Zeiten hinkriegen und auch da gemeinsame Ausarbeitung von höchstmöglich umsetzbaren Konzepten, dann glaube ich, sind wir auch da auf dem richtigen Weg. Und last but not least, damit der Weihnachtsmarkt oder die Weihnachtsmärkte stattfinden können, ist es ganz zentral, dass die jetzigen Maßnahmen schon umgesetzt werden. Und da sage ich es an der Stelle doch auch mal öffentlich, wenn wir einen Vorsitzenden des Tourismusverbandes haben, der permanent die Maskenpflicht negativ in den sozialen Medien belegt, und ist es, glaube ich, nicht das richtige Zeichen, denn wir müssen jetzt alles tun, damit die Zahlen nicht nach oben gehen und wir nicht in ein paar Wochen sagen, ach, es wäre schön gewesen, wenn der Weihnachtsmarkt hätte stattfinden können, aber leider war es nicht so. Wir haben es selber in der Hand, also Masken auf, Abstand halten und alle anderen Hygiene Maßnahmen ebenfalls, dann könnte es gelingen. Vielen Dank. Als nächstes für die CDU-Fraktion Herr Kaden. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie, Herr Oberbürgermeister, hätten es sich insgesamt sehr einfach machen können, dann hätten wir auch heute die Diskussion nicht und schon vor Wochen den Striezelmarkt absagen können. Ich finde es gut, dass Sie gemeinsam mit Ihrer Verwaltung diese Entscheidung so nicht getroffen haben, sondern mit uns gemeinsam in einer großen Verantwortung versuchen, wie Sie selbst sagen, das Unmögliche möglich zu machen und am Ende das Mögliche zu ermöglichen. Wobei das Mögliche, das muss uns klar sein, kann bedeuten, wir werden thematische Weihnachtsmärkte haben und den Striezelmarkt in einer Form, wie wir sie bisher kannten. Oder es kann sein, dass es sehr, sehr schwierig wird mit Einschränkungen. Und im schlimmsten Fall müssen die Märkte kurzfristig abgesagt werden. Das Letzte hoffen wir, dass es nicht eintritt. Das Zweite und mittlere genannte hoffe ich, wenn es eintritt, dass wir es gut bewältigen. Und ich hoffe auf die Variante, wo die Märkte möglichst so stattfinden können, wie wir sie bisher in der Vergangenheit kannten. Ich glaube aber, das wird eine Hoffnung bleiben. Wir werden uns irgendwo dazwischen wiederfinden. Und das heißt letzten Endes jetzt zu schauen, wie kann es gehen. Und da kann ich Ihnen ein Kompliment machen, und zwar der gesamten Verwaltung. Und da konnten wir uns im Ausschuss für Wirtschaftsförderung ein Bild davon machen. Hier wird wirklich intensiv und mit hohem Engagement gearbeitet, und möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, der Verwaltung den Dank meiner Fraktion auszusprechen. Das, was wir bisher gesehen haben, ist sehr, sehr gut vorbereitet. Wenn wir den Weg gehen, dass wir möglichst viel von dem, was wir als Striezelmarkt und thematische Weihnachtsmärkte bisher kannten, wiedersehen wollen, dann braucht es vor allem eins, und das ist mehr Fläche. Und deshalb ist es logisch, dass wir heute und wirklich sinnvoll weitere Flächen ausweisen, um möglichst vielen Händlern die Möglichkeit zu geben, mit ihrem Angebot auf den Märkten präsent sein zu können.
Und diese Händler sind letzten Endes alle über das Jahr hinweg schon sehr gebeutelt, weil sie auch in der Regel auf anderen Märkten aktiv sind. Und wenn wir ihnen hier die Möglichkeit geben können, in der Weihnachtszeit noch Umsätze zu tätigen, für dann auch hoffentlich viele Touristen und Gäste der Stadt, dann soll das unser Weg sein. Ein kleiner Wermutstropfen, und das haben wir in unserer Fraktion auch sehr intensiv diskutiert, ist natürlich die Sperrung des Terrassenufers für all diejenigen, die natürlich auch in der Weihnachtszeit durch die Stadt kommen wollen, die ihren Arbeitsplatz erreichen wollen, wird es in dieser Zeit wahrscheinlich mit großen Einschränkungen verbunden sein. Und deshalb möchte meine Fraktion, Herr Oberbürgermeister, Sie hatten es eingangs schon angesprochen, auch gern noch mal mit unserem Ergänzungsantrag prüfen lassen, ob wir anstatt des Terrassenufers auch zusätzliche Flächen auf der Wilsdrufer Straße ausweiten können. Sie hatten gute Argumente genannt, warum das problematisch ist. Vielleicht können Sie die Ergebnisse Ihrer Prüfung, die ja offensichtlich schon stattgefunden haben, unserer Fraktion auch noch mal zuleiten, damit wir uns davon ein Bild machen können. Der Änderungsantrag der FDP ist, denke ich, sinnvoll. Dem soll man zustimmen. Es ist eine vernünftige Herangehensweise zu sagen, was wir verkehrlich noch tun können. Zusätzliche Parkplätze ausweisen soll getan werden, damit also auch hier das Verkehrsaufkommen in dieser Zeit bewältigt werden kann. In diesem Sinne bitte ich Sie um die Unterstützung dieser Vorlage und gleichzeitig auch um die Unterstützung unseres Ergänzungsantrages. Vielen Dank. Als Nächster für die AfD-Fraktion, Herr Vetterlein. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Weihnachtsmärkte unserer Stadt, insbesondere der Dresdner Striezelmarkt, gehören zu Dresden und sind nicht nur bei den Dresdnerinnen und Dresdnern sehr beliebt, sondern locken jährlich auch Tausende von Touristen in unsere Stadt. Sowohl der Einzelhandel als auch viele Servicebetriebe und die Gastronomie und das Hotelgewerbe generieren in dieser Zeit einen großen Teil ihres jährlichen Umsatzes und somit ihrer Einnahmen. Wir alle wünschen uns, dass diese Weihnachtsmärkte auch in diesem Jahr stattfinden können, wohl wissend, dass dieses Jahr durch Corona alles anders ist und es durchaus auch sein kann, dass eine Absage erfolgen muss. Aber das ist momentan und auch weiterhin spekulativ. Somit sollten wir nicht über das Ob, sondern über das Wie diskutieren und so die bestmöglichsten Voraussetzungen für das Stattfinden all dieser Weihnachtsmärkte schaffen. Die definierten Hygieneregelungen zwingen uns zur Gewährleistung von Mindestabständen. Und um allen angemeldeten Gewerbetreibenden die Teilnahme zu ermöglichen, ist eine räumliche Entzerrung zwingend erforderlich. In dem vorliegenden Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung, dem natürlich entsprechende Bewertungen der einzelnen Standorte vorausgegangen sind, wird deutlich, dass eine Anpassung zum Nutzen aller möglich ist. Auch wurde uns in den Ausschusssitzungen versichert, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass durch diese räumliche Entzerrung keine Einschränkungen der Sicherheitsvorkehrungen zu befürchten sind. Also, lassen Sie uns beschließen, dass nicht nur Weihnachten stattfinden soll, sondern auch die dazugehörigen Weihnachtsmärkte. Und lassen Sie uns Dresden zur Weihnachtsstadt machen, wo wir uns dann alle nahezu flächendeckend am Glanz der Lichter und beim Duft des Glühweins auf Weihnachten einstimmen können. Meine Fraktion wird dem zustimmen. Vielen Dank. So, damit wäre erstmal die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldung hatte sich Herr Schulze als Erster gemeldet. Nee, hatte ich am Anfang schon gefragt gehabt. Ich nehme Sie aber dann gerne dran, Herr Witz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Händler, liebe Konzessionsnehmer dann für die Weihnachtsmärkte. Ich denke dann, es ist schon gesagt worden, dann, sowohl von meiner Kollegin dann, Frau Fiersehne, als auch vom Oberbürgermeister, Weihnachten hat
wirklich eine emotionale und auch eine sehr mentale wichtige Funktion. Wir haben es alle nach dem Lockdown erlebt, dann, wie angenehm es war, wieder in den Urlaub zu fahren. Und ich glaube, so etwas Ähnliches dann werden wir jetzt auch erleben, dann, wenn im Dezember sozusagen dann auch wieder diese sehr dunkle Jahreszeit losgeht, diese sehr besinnliche Zeit dann auch, wo man auch wieder zur Familie zurückgehen will. Die Weihnachtsmärkte sind meines Erachtens dann oder nach unserer Einschätzung auch eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung dazu, um letzten Endes dann auch auf diese Zeit einzustimmen, auch letzten Endes dann diese Gemeinsamkeit, dann dieses Zusammenrücken auch wieder herzustellen. Was im Moment sozusagen in den ganzen Beiträgen überhaupt noch gar keine Rolle gespielt hat, ist, welches Risiko aktuell sowohl von den Organisatoren dann der Märkte selber, sprich den Konzessionsnehmern, als auch von den einzelnen Händlern dann, die immer mit ihren Hütten dann auf diesen Märkten stehen, im Moment sozusagen eingegangen wird. Wir wissen oder wir lesen im Moment dann, dass sogar überlegt wird, ob diese Märkte überhaupt ausgerichtet werden können, weil sie wirtschaftlich aktuell sehr, sehr schwierig darstellbar sind. Wir wissen, dass jetzt eigentlich dann diese Aufträge ausgelöst werden müssen für Medienverlegung, für den Transport und den Aufbau dieser Hütten, letzten Endes auch für den Einkauf dann und diese Waren, die dort angeboten werden. Warum erzähle ich das? Wir haben am 16. Juli einen Beschluss gefasst hier in dieser Stadt, im Stadtrat, dass wir auf Sondernutzungsgebühren und auch auf Abgaben verzichten wollen. Jetzt ist die Frage nochmal an den Oberbürgermeister in diesem Zusammenhang. Wie würden Sie jetzt sozusagen dann diesen Beschluss, dann, den wir hier im Stadtrat gefasst haben, auch jetzt nochmal bei der Anwendung dann für diese thematischen Weihnachtsmärkte mit den Konzessionsnehmern anwenden? Dann bräuchten wir nochmal eine Aussage. Wir haben das im Ausschuss für Wirtschaftsförderung nicht thematisiert, weil wir es in dem Moment gerade nicht in der Erinnerung dann sozusagen auf dem Schirm hatten. Deswegen nochmal wichtig für uns zu wissen. Was das bedeutet, jetzt sozusagen Aufträge auszulösen, heißt für die Händler, sie müssen sozusagen auch, wenn diese Leistungen erbracht werden, die Rechnungen entsprechend dafür zahlen und sie müssen natürlich diesen Mehraufwand, den jetzt auch dann durch die Hygieneauflagen, dann durch die Corona-Situation ihnen auferlegt wird, auch die sozusagen zusätzlich mittragen. Wir wissen, für den Striezelmarkt sind das 600.000 Euro, die jetzt nochmal zusätzlich dann für die Erweiterung der Flächen, für die mehr Medien, die gelegt werden müssen, für die gesamten Sicherheitseinrichtungen ausgegeben werden. Das wird uns demnächst in der Vorlage bekommen. Adäquat entstehen natürlich diese Kosten nicht nur am Striezelmarkt, sondern auch auf den thematischen Weihnachtsmärkten. Und aus dem Grund nochmal die Nachfrage eben. Wenn wir sozusagen vielleicht auch nochmal ein Signal setzen können, auch zu sagen dann, also dass dieses Wagnis, dann diese hohen Kosten, dann, die jetzt da auch letzten Endes kommen, unter der Voraussetzung oder unter dem sozusagen unter der Situation dann, dass es auch am 20. oder 21. November zu einer Untersagung aufgrund der Infektionszahlen kommt, stehen wir alle, sag ich mal, ziemlich schwierig da dann und teilweise auch dann der eine oder der andere vor seiner Insolvenz vielleicht sogar. Das heißt also, da stehen Familien dahinter dann, da sind auch Existenzen, die damit eine Rolle spielen. Das würde ich gerne nochmal geklärt haben möchten. Die andere Frage ist aber auch an den Oberbürgermeister dann, wie ist es sozusagen geregelt, wenn es zu diesen Untersagungen kommt, inwieweit sind sozusagen Schadensersatzansprüche dann an die Stadt möglich dann und wie kann damit umgegangen werden? Diese Fragen hätte ich ganz gerne nochmal geklärt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schulz, für die Fragen. Bevor der nächste Redner, Herr Würz, dran kommt, will ich versuchen, die auch gleich zu beantworten. Ja, die Fragen haben uns beschäftigt. Wir haben das auch juristisch durch das Rechtsamt prüfen lassen. Es ist so, sowohl der Beschluss, den Sie vor dem Sommerpause gefällt haben, entfacht keine Wirkung auf die Konzessionsgebühren. Es müsste dementsprechend ein separater Beschluss gefasst werden, wenn man da Änderungen herbeiführen möchte. Die Mehrkosten, die wir Ihnen mit Beschlussvorlage für nächste Woche anzeigen, sind auch ausschließlich mit der zusätzlichen Fläche Terrassenufer einhergehend und eine Ausnahme, und darüber hatten wir ja auch schon informiert, beschäftigt uns ja heute mit dem Tagesordnungspunkt 8 oder morgen besser gesagt, ist, dass wir aus Gründen des Defektes der Anlage eben eine neue oberirdische verlegen müssen auf dem Altmarkt und jetzt nichts
direkt mit dem Pandemiegeschehen zu tun hat, sondern eben über die Marodes elektronischer und Wasserversorgungsanlage, die wir auf dem Altmarkt haben und die mit einer Interimsanlage installiert werden muss. Das sind die Inhalte, die Ihnen in der Vorlage drin sind, der zusätzlichen Aufwendungen. Und von der Seite her ist es natürlich Ihr gutes Recht, entsprechende Anträge oder Beschlüsse zu fassen, aber von den bisherigen Beschlusslagen ist da jetzt keine entsprechende Gebührenreduzierung inkludiert. Herr Würz. Achso, Schadensersatz, auch das, Entschuldigung, ja, hatte ich vergessen, auch Schadensersatz haben wir geprüft. Das ist nach den Verträgen, so wie wir sie ausgeschrieben haben, ist das Durchführungsrisiko beim Veranstalter und liegt jetzt nicht beim Konzessionsgeber. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte. Die Fraktion Die Linke wird der Vorlage zur Entzerrung des Striezelmarktes 2020 zustimmen. Wir werden auch den Ergänzungs- und Änderungsanträgen zustimmen. Aber ich will hier nicht verhehlen, dass ich nicht sicher bin, ob wir den Händlern, ob wir den Dresdnerinnen und Dresdnern und ob wir den vielen willkommenen Gästen der Stadt damit einen Gefallen tun. Im Wirtschaftsförderungsausschuss gab es einen Auftritt des City-Managements und auch im Prinzip Vertreter der Händler, wo ich nicht weiß, ob die Händler gut vertreten haben. Viele Städte haben Veranstaltungen im Herbst und im Winter abgesagt, weil sie sagen, das ist es in Corona-Zeiten zu gefährlich. Es ist zu gefährlich, dass sich die Pandemie weiter verbreitet. Es ist zu gefährlich, dass wir durch übergeordnetes Recht gezwungen sind, Märkte abzusagen. Und so geht es eigentlich auch dem Striezelmarkt. Machen wir uns nichts vor. Es gibt zwei ganz große Risiken über dem Striezelmarkt, nämlich, dass die Pandemiesituation derart im Prinzip grassiert oder dass es eine derartige Steigerung der Fälle, der Erkrankung gibt, dass der Striezelmarkt nicht geöffnet werden kann oder im Prinzip während der Öffnungszeit irgendwann geschlossen werden muss. Oder aber, falls er öffnet, dass auch die Menschen fernbleiben. Denn wer nimmt in diesen Zeiten im Prinzip, wer bucht eine Reise, wenn er nicht weiß, ob sie stattfindet? Wer fährt in die Stadt, wenn er sagt, ich möchte mit dem ÖPNV fahren? Wenn wir uns eine Straßenbahn in Weihnachtszeiten vorstellen, wie voll die ist mit Stehplätzen, dann hilft auch Mund-Nasen-Schutz nichts. Denn die Schutzmaßnahmen, die wir ergreifen auf den Märkten und die wir den Menschen anempfehlen, die beseitigen die Infektionsgefahr nicht, sondern sie dämpfen sie bloß. Insofern gehen wir ein großes Risiko ein und auch muten auch den Händlerinnen und Händlern ein extrem großes Risiko zu. Nämlich das Risiko, dass sie den Aufwand treiben, ihr Angebot und ihre Stände auf den Markt zu bringen, dafür Kosten auf sich zu nehmen, Aufwand zu betreiben, Arbeitskräfte vertraglich zu binden und dann aber im Prinzip keinen Umsatz machen zu können, entweder weil der Markt aufgrund der Fallzahlen, die uns dazu zwingen, geschlossen werden muss oder aber auch, weil im Prinzip hier zum Beispiel aus Tschechien gar niemand mehr einreisen darf, weil die Grenzen wieder geschlossen sind. Tschechien ist wieder Hochrisikogebiet. Andere Städte sind es, Berlin ist es, in anderen Ländern in Europa sieht es im Prinzip zurzeit nicht gut aus. Und bis dahin müsste ja sozusagen irgendetwas passieren, was die wachsenden Fallzahlen jetzt wieder zurückgehen lässt. Was soll das sein? Ich weiß es nicht. Insofern stimmen wir zwar zu, möchten aber hier ganz klar betonen, dass wir gewisse, nicht Bauchschmerzen, aber vielleicht sogar so einen Anflug von Halsschmerzen haben, dass das schiefgehen könnte. Und wir hätten die Bitte, dass im Prinzip die Situation beobachtet wird und dass notfalls auch gegengesteuert wird oder nachjustiert wird, damit wir hier nicht mit unserem Striezelmarkt extrem auf die Nase fallen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So, dann habe ich weitere Wortmeldungen von Herrn Genschmer gesehen. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Auch wir werden der Vorlage zustimmen, wir werden den Änderungsanträgen zustimmen. Ich habe eine Bitte an die Verwaltung und möchte mich erstmal bedanken für das Engagement in diesen schweren Zeiten mit allen Beteiligten, alles möglich zu machen, damit wir den Striezelmarkt und die Weihnachtsmärkte in der Stadt Dresden durchführen zu können. Aber Herr Wirth und dafür Herr Schulze haben mich bewegt, mit Ihren Äußerungen nochmal eine Bitte an Sie zu führen, weil Sie haben auf die Antwort von Herrn Schulz gesagt, man kann das gerne mit Anträgen machen. Ich würde gerne die Verwaltung bitten, eine gewisse Kreativität, was Sie jetzt schon, sag mal, an den Tag legen und die tägliche Entwicklung so ein bisschen einfließen lassen, wo es mir um die Händler geht, die sich dort Stände mieten. Ich denke, dort wird es auch viele geben, die jetzt überlegen, lohnt sich die Entwicklung, komme ich überhaupt? Ich habe das Risiko, dass es dann am Ende kurzfristig abgesagt wird, dass ich mein Standgebühr zahlen muss, aber keine Einnahmen habe. Aus dem Grund würde ich wirklich die Verwaltung bitten, dort eine Kreativität an den Tag zu legen, weil es, glaube ich, besser ist, dort mit den Gebühren eher runterzugehen, als den Händlern dann kurz vor einer Insolvenz vielleicht mit irgendwelchen Sofortprogrammen dann wieder zu helfen. Wir sollten alles Mögliche an den Tag legen, dass wir den Händlern sozusagen eine gewisse Motivation zu geben, versucht es in diesen schweren Zeiten, wenn ein Händler, der seinen Stand normalerweise auf dem Altmarkt zum Striezelmarkt hat, die Möglichkeit bekommt, am Terrassenufer seinen Stand oder sein Fahrgeschäft aufzubauen. Dort ist eine gewisse Unwägbarkeit, ob dort am Ende sich überhaupt ein Tourist verirrt. Und da sollte man schon eine Motivation führen. Wir haben es jetzt, glaube ich, vorgestern erlebt, dass Bautzen den Weihnachtsmarkt abgesagt hat. Die haben ohne Kreativität an den Tag gelegt und haben gesagt, wir nehmen den Parkplatz für einen normalen Weihnachtsmarkt. Und dann haben die Händler am Ende gesagt, das bringt nichts. Die Stadt Bautzen hat in der Innenstadt eine Eisfläche, dort sind Glühweinbuden drin. Warum soll sich dann einer auf den Parkplatz verirren? Und dann hatte man halt das Problem, dass am Ende überhaupt keiner gekommen ist. Und deswegen hat man es abgesagt. Und deswegen würde ich wirklich die Verwaltung bitten. Also ich glaube, es bringt jetzt nichts, wenn irgendeine Fraktion oder ein interfraktioneller Antrag kommt, der dort irgendwas anregt. Das durch die Ausschüsse ist, haben wir den nächsten Weihnachtsmarkt vielleicht zu neuen oder zu normalen Verhältnissen wieder. Also dort die Bitte an die Verwaltung, dort eine gewisse Kreativität an den Tag zu legen, dass die Händler, die zu uns kommen wollen, auch in diesen schweren Zeiten, eine Unterstützung erfahren und denen eine gewisse Unsicherheit in diesem Markt sozusagen auch von Seite der Stadt Dresden noch mehr genommen wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wird weiterhin mal das Wort gewünscht? Wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir mal in die Abstimmung hinein. Wir liegen drei Änderungsanträge oder drei Ergänzungsanträge. Jeder will den Punkt 3 haben. Das wird man dann so ein bisschen automatisch hinten dran machen. Je nachdem, wie es aufgenommen ist. Die sind auch nie widersprechend. Die kann im Prinzip alle hintereinander weg jetzt abgestimmt werden. Ich beginne mit dem Ergänzungsantrag der FDP. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. /46 Ja, 21 Nein, keine Enthaltung, damit so bestätigt. Dann kommen wir zu dem Ergänzungsantrag CDU. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen Stimmenthaltung.
28 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen, 10 Enthaltungen damit abgelehnt. Und wir kommen zu dem Ergänzungsantrag Bündnis 90 Die Grünen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Nein, keine Enthaltung. Damit wäre das abgelehnt. Und wir kommen damit zur Schlussabstimmung. Wer zustimmen möchte, dem leicht geänderten federführenden Ausschussbericht, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Und 58 Ja-Stimmen, keine Nein, 10 Enthaltungen, damit so beschlossen. Und damit ist es 18 Uhr fast 40, also bis 19.10 Uhr gehen wir in die Pause, beginnen danach mit dem nicht öffentlichen Teil.